Lieber Paul, lieber Markus, es ist eben schon gesagt worden, ihr seid diejenigen, die in diesem Wahlkampf viel Zeit, viel Kraft investiert habt und seid wahrscheinlich selbst genauso unzufrieden wie wir mit dem Ergebnis. Nichtsdestotrotz wollen wir darüber diskutieren, um den Blick nach vorne zu richten und klarzumachen, wir wollen, dass es beim nächsten Mal besser wird. Und deswegen freue ich mich, dass ihr beide gesagt habt, ihr seid natürlich bereit, zur Jungen Union zu kommen, ihr seid natürlich bereit, mit den Mitgliedern zu diskutieren. Und ich freue mich, nach einem kurzen Impuls von euch beiden, dann auch auf eine ausgiebige Diskussion, wo ihr die Möglichkeit habt, eure Fragen zu stellen. Wir wollen die Dinge aussprechen, wir wollen miteinander sprechen, aber vor allem nach vorne gerichtet. Das muss die Linie der Union sein. Wir wollen, dass wir beim nächsten Wahlabend wieder sehen, dass der Balken richtig nach oben geht und nicht so weit nach unten. Das ist unsere Linie. Dafür müssen CDU und CSU zusammenstehen und dafür seid ihr gemeinsam auf dieser Bühne. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und jetzt beginnen wir mit einem kurzen Impuls von Paul, dann einem kurzen Impuls von Markus. Und wer Fragen hat, kann sich gerne schon am Mikro positionieren. Ja, das mache ich gerne, lieber Tillmann, lieber Johannes, liebes Tagungspräsidium, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Junge Union. Wir haben das ja jetzt alle verfolgt, auch diejenigen, die nicht hier in Münster waren, über Livestream, über das, was in den Nachrichten kam. Und als erstes will ich sagen, es ist schön, wieder bei der Jungen Union zu sein. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Toll, hier in Münster bei euch zu sein. Wir haben jetzt gerade spontan gesagt, dass wir jetzt noch einen Impuls machen, bevor wir dann in die von dir moderierte Podiumsdiskussion gehen. Und Markus Blume und ich sind heute hergekommen, um eben diese Wahlanalyse zu machen, um mit euch zu diskutieren und uns auch euren kritischen nicht nur Fragen, sondern vor allem den Anmerkungen zu stellen, was alles in diesem Wahlkampf nicht gelaufen ist. Bevor wir aber dazu kommen, gleich in der Diskussion mit Tillmann, will ich aber eins sagen. Armin Laschet war heute Morgen hier und Armin Laschet hat gesagt, dass er die Verantwortung übernimmt und dass er verantwortlich ist und sonst keiner. Diese Aussage von Armin Laschet, das zeigt seine menschliche und zeigt auch seine politische Größe. Aber wir alle wissen, dass natürlich viel mehr dazugehört, wenn man eine solche krachende Niederlage einfährt. Das ist nicht nur eine Person und das ist nicht nur der Spitzenkandidat. Und jeder möge sich seiner Verantwortung stellen. Ich sage es zumindest als Generalsekretär, ich trage eine große Verantwortung für das, wie es immer ist. Wenn man gewinnt, hat man viel davon, was geklappt hat. Und wenn man so ein Ergebnis hat, dann trägt man auch die Verantwortung für das, was nicht geklappt hat. Und dazu gehört nicht nur Armin Laschet. Und das Zweite ist, weil wir jetzt hier und wieder Diskussionen lesen über tiefgründige Wahlanalysen und wir zu Recht, die JU tut es ja auch zu Recht, bemängeln, wir haben das in den vergangenen Wahlkämpfen immer wieder angekündigt, aber in Wahrheit war es eine Klausurtagung, da wurden die Papiere ausgelegt von Meinungsforschungsinstituten, wie viel wir wo verloren haben. Dann hat ein kluger Kopf noch eine Nachfrage gestellt an den Demoskopen, der zu Gast war und dann war auch schon wieder Kuchenbuffet. Und da hat man gesagt, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Aber das kann dieses Mal nicht wieder so sein. Weil wir haben übrigens in eigentlich allen Bereichen verloren. Und deswegen müssen wir das aufarbeiten. Und dieses Aufarbeiten geht nicht in einer Sitzung. Dieses Aufarbeiten geht nicht in einer Klausurtagung. Und deswegen sind wir zusammengekommen mit den Generalsekretären und Geschäftsführern auch der Landesverbände, auch mit den Vereinigungen, um zu sagen, das muss tiefergründiger sein. Wir müssen das tun übrigens mit denjenigen, die auch die Wahlkreise nicht gewonnen haben. Es lag ja eben nicht an ihnen, sondern vielleicht auch daran, dass aus Berlin nicht richtig gearbeitet wurde. Ich habe Tillmann ja eingeladen, auch mitzuarbeiten in dieser Kommission, weil ich finde, dass die Junge Union dort stark vertreten sein muss. Und dann werden wir nicht nur mit so einer Kommission arbeiten, sondern wir werden auch diejenigen, die vor Ort die Kampagnen gemacht haben, befragen und einladen, mitzuarbeiten. Und daraus muss ein Bericht entstehen, und zwar nicht irgendwann, sondern bis Ende des Jahres. Quasi das nach dem Bundesparteitag oder zum Bundesparteitag hin, man auf einer guten Grundlage arbeiten kann für die Neuausrichtung der Union. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das sind die Inhalte. Dazu will ich mal zwei Dinge sagen. Wir betonen immer,
die unseren Charakter als Volkspartei und sagen immer, wir müssen in der Breite gut aufgestellt sein. Wir müssen alle Positionen abdecken. Ja, liebe Freunde, das ist richtig. Alle Positionen müssen diskutiert werden, aber man muss nach einer Diskussion zu einer Entscheidung kommen. Und Volkspartei bedeutet eben nicht Breite in Beliebigkeit, sondern das Abbilden von einem breiten, aber klaren Profil. Und daran hat es gemangelt, auch in diesem Wahlkampf. Und da sage ich selbstkritisch an die eigene Adresse. Und das Zweite ist, wie war es denn bei vielen Themen? Und da erwarte ich natürlich vom Deutschlandtag der JU und überhaupt von der Jungen Union. Weil wenn etwas in diesem Wahlkampf funktioniert hat, dann war das das Engagement der Jungen Union, lieber Thielmann. Dass ihr auch die Antreiber seid dieser Diskussionen, machen wir uns doch nichts vor. Im Bundesvorstand sagt Karl-Josef Laumann, er macht nicht nochmal einen Wahlkampf mit, wo die sozialen Themen so eine kleine Rolle spielen. Und gleichzeitig kommen diejenigen, die Wirtschaftspolitik bei uns machen und sagen, sie werden nicht nochmal einen Wahlkampf mitmachen, nachdem so viele Beschlüsse getroffen worden sind, die Arbeitsplätze in Deutschland gefährden und Wirtschaftsstandort schwächen. Und das zeigt doch dieses Dilemma, in dem wir sind, dass wir zu vielen Positionen keine klare Haltung haben. Auf die Frage des, zum Beispiel bei der Klimapolitik, wir sagen immer Innovation, ich schreibe das ja auch in dem Papier, Innovation, Klimaschutz, Soziales, alles miteinander versöhnen. Aber was heißt das ganz konkret? Was sind unsere Antworten auf die Frage, Verbrennungsmotor verbieten? Was ist unsere Antwort in der Frage der Zukunft der Landwirtschaft? Nicht nur drumherum reden, sondern sich klar bekennen. Carsten Lindemann hat heute das Thema Migration angesprochen. Nicht immer alles versöhnen wollen, das ist richtig. Das muss eine Volkspartei am Ende tun. Aber sie muss klare Positionen haben auf die ganz einfachen Fragen der Menschen. Wie steht ihr zu einem Punkt? Und beim Mindestlohn nicht drumherum reden. Wie ist eure Haltung zum Mindestlohn? Ist man dafür oder dagegen? Nur rum. Labern hilft nichts, weil dann Kontur verloren geht. Und übrigens auch, ich sage das mal, auch als junger Familienvater, sind unsere Angebote an junge Menschen? Und wir haben diskutiert, als wir das Wahlprogramm geschrieben haben, was ich übrigens sehr gut halt finde zwischen CDU und CSU. Und es war eine sehr gute Zusammenarbeit, lieber Markus. Dass wir bei vielen Zielgruppen, bei jungen Familien zum Beispiel, bei der Frage Entlastung von kleineren und mittleren Einkommen eben dieses Profil nicht gehabt haben. Das waren die Inhalte. Und jetzt sage ich noch was, weil diskutiert wird, wir beide stehen ja auch hier und viele Medien schauen gespannt zu, was passiert jetzt, wenn die Generalsekretäre von CDU und CSU miteinander diskutieren. Bei allen Dingen, über die man sprechen muss und gesprochen hat und in Zukunft sprechen wird. Ich finde, dass wir, und dieses Zeichen könnte auch von diesem Deutschlandtag ausgehen, dass wir stolz und froh sein können über diese Schwesterschaft, über die Parteienfamilie von CDU und CSU. Ja, wir hatten schwierige Zeiten in der ganzen Geschichte von CDU und CSU. Aber es ist unsere Stärke, wenn wir nicht nur gut miteinander umgehen, sondern zusammenstehen. Und dieses Zeichen sollte von diesem Deutschlandtag ausgehen. Unser Land braucht diese beiden Parteien, CDU und CSU und vor allem die Verbindung. Und die Klammer ist die Junge Union Deutschlands mit der Jungen Union Bayern und allen Landesverbänden der JU Deutschlands. Und der letzte Punkt ist, dass bei all diesen Strecken dieses Wahlergebnisses wir selbst auch wieder den Rücken gerade machen müssen für die Auseinandersetzungen, die jetzt kommen werden. So wie es aussieht, wird die Junge Union die Oppositionsjugendorganisation sein. Aber das ist auch eine Chance, mit einem klaren Profil zu sagen, was wollen wir eigentlich verändern, was wollen wir für dieses Land erreichen und was wollen wir gestalten bis 2025, damit wir wieder diese Wahl gewinnen. Dafür braucht es die Junge Union. Lieber Thielmann, danke für euren Einsatz in diesem Bundestagswahlkampf. Es hat an manchem gelegen, wie gesagt, an euch mit Sicherheit nicht. Auch an dem Ganzen, was ihr aufgebaut habt, vor allem wir beiden, das ist einfach großartig gewesen, was ihr auf die Beine gestellt habt. Und das haben wir gerne unterstützt und euch diesen Freiraum gelassen. Es hat sich gelohnt und ich würde es auch jedem empfehlen. Schön bei euch zu sein. Lieber Paul, vielen herzlichen Dank für deine offenen, auch sehr selbstkritischen Worte. Ich kann das allerdings nur zurückgeben. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, aber wir haben als Junge Union Deutschlands ein Programm vorgelegt von 5 Punkten, was wir gerne machen wollten. Und dann bin ich zum Paul gegangen und habe gesagt, Paul, das sind unsere Punkte, die wir gerne in die Kampagne einbringen möchten. Und er hat gesagt, oh Mensch, alles so teuer, geht das denn wirklich? Und am Ende hat er
angerufen und hat gesagt, ja, wir sind vielleicht ein bisschen spät dran, aber ihr bekommt alle 5 Punkte. Und deswegen kann ich sagen, wir haben von der CDU an dieser Stelle alle Unterstützung bekommen. Manches hat vielleicht besser geklappt, manches weniger gut, schreiben wir auch in unserem Antrag, auch sehr selbstkritisch zur Jungen Union. Aber trotzdem, Paul hat uns an dieser Stelle unterstützt und deswegen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön auch dafür nochmal. Und jetzt gehen wir über zu einer Brücke, die wir an manchen Stellen, glaube ich, stabil und standhaft haben. An manchen Stellen ist sie auch etwas am Bröckeln. Und ich freue mich, dass wir aber es trotzdem geschafft haben, dass heute CDU und CSU gemeinsam auf dieser Bühne sind, weil die Junge Union diese Klammer bilden will zwischen CDU und CSU. Lieber Markus, du hast das Wort. Ja, lieber Tillmann, liebe Freunde, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Ich bin froh, dass ich heute bei euch sein kann. Alles, was da geschrieben wurde, es ist doch eines selbstverständlich. Und deswegen gleich zu Beginn auch mal Glückwunsch, lieber Tillmann. Natürlich gibt es nur einen Ort, wo man am Beginn eines Prozesses die Zukunft der Union diskutieren muss, wenn es um Neuaufstellung, Neuanfang und dergleichen mehr geht. Natürlich bei der Jungen Union Deutschlands, liebe Freunde, denn ihr seid wesentlicher Teil dieser Zukunft. Deswegen doch ganz selbstverständlich, dass diese Fragen hier diskutiert werden müssen. Tillmann, herzliches Dankeschön, dass du auch dafür das Forum hier bietest. Danke auch. Nicht nur Glückwunsch, sondern auch Dank. Dank natürlich an die Junge Union. Denn, liebe Freunde, ein Generalsekretär, der kann noch so sehr Wahlkampfplanung betreiben, aber er weiß, draußen in der Fläche, an der Haustüre, an den Infoständen, auf der Straße, es geht nicht ohne die Junge Union. Und ich würde mal behaupten, gerade unsere Direktkandidatinnen und Direktkandidaten, die dürfen dieser Jungen Union jeden Tag dankbar sein. Denn dass wir noch so viele Wahlkreise geholt haben, ist gerade auch euer Verdienst. Dafür ein herzliches Dankeschön und ein herzliches Vergelt's Gott. Und ein persönliches Dankeschön noch. Auch da ist ja so viel in den letzten Monaten geschrieben worden. Wie ist das Verhältnis zwischen CDU und CSU? Lieber Paul, ich darf dir auf dieser Bühne einfach mal sagen, es war zu jedem Zeitpunkt mit dir maximal menschlich einwandfrei, extrem vertrauensvoll. Wir konnten zu jeder Minute miteinander sprechen. Wir waren immer in den Einschätzungen sehr eng beieinander gewesen. Und ich darf dir einfach sagen, es macht Spaß, mit dir als Generalsekretär der CDU zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. So, jetzt war die Frage, wo geht's hin, liebe Freunde? Und da kommt mir in so einer Phase als erstes mal das Motto von Oliver Kahn, dem früheren Titan, in die Erinnerung. Er hat gesagt, weiter, immer weiter. Und genau darum geht's doch jetzt. Weiter, immer weiter. Ja, natürlich war dieses Ergebnis einfach Mist. Aber wir wären nicht Union, wenn wir jetzt einfach uns dann zurücklehnen würden, aufstecken würden. Manche haben ja den Eindruck erweckt, dass man jetzt die Abrissbirne braucht. Nein, liebe Freunde, die Substanz der Union, die ist stark. Und deswegen ist doch eines ganz wichtig und deswegen ist auch das Timing richtig. Wir haben jetzt eine neue Phase. Wir müssen die Realität annehmen und die heißt, wir sind Opposition. Aber, liebe Freunde, wir sind eine starke Opposition, weil wir klare Vorstellungen von der Zukunft unseres Landes haben. Wir haben vielleicht nicht die Kraft gehabt, im Wahlkampf, in jeder Publikation, an jeder Stelle deutlich zu machen, dass wir die Ideen, die Konzepte für die Zukunft des Landes haben. Aber wir haben sie. Das zeigen ja auch eure Debatten, lieber Tillmann, hier bei der Jungen Union. Und deswegen lasst uns eines machen, Opposition, und zwar starke zu sein. Das beginnt nicht irgendwann, sondern das beginnt hier und heute in Münster, liebe Freunde. Die anderen, die können sich warm anziehen, wenn sich die Union hier stark macht. Das Zweite ist vielleicht fast mehr eine Bitte oder ein Wunsch an uns gemeinsam. Lasst uns sicherstellen, dass unterschiedliche Auffassungen in Sachfragen oder in Personalfragen, dass sich unterschiedliche Vorstellungen nie zu einem Fundamentalstreit zwischen CDU und CSU auswachsen. Es gibt genügend, die ein Interesse haben an einer schwachen Union, die uns gerne da auch hinschreiben möchten. Aber liebe Freunde, wir wissen halt, dass eines richtig ist. Wir sind vor allem dann stark, wenn wir gemeinsam auch unsere Überzeugungen zum Ausdruck bringen. Und vielleicht, das habt ihr ja auch deutlich gemacht in eurem Antrag, vielleicht brauchen wir auch mehr gemeinsame Orte, gemeinsame institutionell verankerte Dinge, wo wir auch diese Gemeinsamkeit leben können. Ich glaube, liebe Freunde, wir brauchen nicht nur diesen Deutschlandtag der Jungen Union, sondern wir brauchen mehr Deutschlandtage von CDU und CSU. Das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz. Und das Dritte, lasst uns ans Werk gehen.
Lasst uns unsere Wurzeln stark machen. Und zwar in moderner Form. Ich denke daran, dass wir Volkspartei sind, liebe Freunde. Ja, selbstverständlich. Das heißt doch, wir lagern unsere Überzeugungen nicht in irgendwelche separaten Vereinigungen und Vereine aus, sondern alles hat in unserer Union Platz. Liberal, konservativ, christlich, sozial, liebe Freunde, da brauchen wir keine Separatveranstaltungen, sondern das muss alles hier bei uns sein. Lasst uns zeigen, liebe Freunde, dass Union vor allem aber auch heißt, dass wir bei den ganz normalen Leuten sind, dass wir keine abgehobenen Debatten führen, sondern dass wir die Fragen aufrufen, die den Menschen, der Paul hat es ja gerade vorhin gesagt, dass wir die Fragen aufrufen, die den Menschen auf den Nägeln bringen. Wir sind die Partei der Leberkäse-Etage und vielleicht auch des Dönerstandes, liebe Freunde, bei den ganz normalen Menschen sein. Und das Dritte und Letzte, liebe Freunde, wir waren und sind immer auch gewesen die Kraft der Freiheit in diesem Land. Und ich meine nicht nur die Kraft der Freiheit in den kleinen Fragen, sondern die Kraft der Freiheit in den großen Fragen. Und wenn ich jetzt dieses Sondierungspapier mir durchlese, was die Ampelkoalitionäre da erarbeitet haben, ich will da nicht ins Detail gehen, aber interessant ist vor allem, was dort nicht groß geschrieben wurde. Ich lese da sehr wenig zu der Frage, wie eigentlich unsere Freiheit beschützt werden soll. Da sind sehr wenige Aussagen dazu zu denen, die unsere Freiheit eigentlich beschützen. Und liebe Freunde, ganz im Unklaren bleibt es, wie es eigentlich um die Freiheit von kommenden Generationen bestellt ist. Wenn es da heißt, mit Blick auf Europa, dass man die Flexibilität des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zur Grundlage für kommende Überlegungen machen will, ja, liebe Freunde, dann heißt es doch nichts anderes, dass hier an den Buchstaben des Maastricht-Vertrags geschraubt wird. Ich kann nur sagen, liebe Freunde, im Interesse der kommenden Generationen, lasst uns in diesen Fragen stark machen. Wir kämpfen für die Freiheit der aktuellen Generation, der kommenden Generationen. Und an jeder Stelle, wo die Ampel zu falschen Entscheidungen fürs Land käme, werden wir gemeinsam als Union ein starkes Stoppschild aufstellen. Gemeinsam, liebe Freunde, sind wir stark. Vielen Dank. Lieber Markus, auch dir vielen herzlichen Dank, insbesondere für deinen Impuls, dass du auch gesagt hast, wir brauchen diesen Unionsrat, wir brauchen eine Art Deutschlandtag zwischen CDU und CSU. Ich glaube, das ist ein Blick nach vorne, den wir gemeinsam teilen. Jetzt im Programm ist es so, ihr habt bei der Fragestellung eine Minute Zeit, dann kommt das Lichtsignal und die beiden Generalsekretäre haben die Möglichkeit, jeweils eine Minute zu antworten. Dann kommt auch das Lichtsignal, sodass wir hier möglichst viele Fragesteller drannehmen können und möglichst kurze, knackige Fragen, aber auch kurze, knackige Antworten bekommen. Und den Beginn macht live Bodin aus Schleswig-Holstein. Ja. So, jetzt kann man mich, glaube ich, hören. Ja, vielen Dank, lieber Paul, lieber Markus, dass ihr euch heute hier der Diskussion stellt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich habe zwei Fragen im Grunde genommen mitgebracht. Wie katastrophal das im Wahlkampf lief und dass es für uns vor Ort zum Teil einfach nur noch zum Haare raufen war, was da lief in der Kampagne. Das ist der eine Punkt, aber für mich die ganz konkrete Frage, weil wir heute schon viel diskutiert haben. Was wirst du tun, um den Grundsatzprogrammprozess wieder aufzunehmen und das Ganze wieder in richtige Bahn zu lenken? Und lieber Markus, im Vorwege der K-Frage-Entscheidung war ich zum Beispiel, waren wir vor Ort, welche, die auch eine starke Unterstützung für euch empfunden haben. Aber als die Entscheidung fiel und was danach passierte, da muss ich einfach sagen, sorry, da haben wir auch wenig Verständnis für das Störfeuer gehabt, was da durchkam. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Und meine konkrete Frage an dich ist, was wirst du tun, was werdet ihr tun, damit dieser Umgang sich ändert? Danke. Also erstmal danke für diese konkrete Frage vor allem. Ich will noch was ergänzen, nicht nur Grundsatzprogramm, sondern wir haben auch die Ergebnisse der sogenannten Struktur- und Satzungskommission. Hört sich jetzt technisch an, diejenigen, die mitgearbeitet haben, wissen aber, da geht es um sehr, sehr viel. Auch die Organisation der Partei, die Frage der Repräsentanz von Frauen. Sowohl der Entwurf für das neue Grundsatzprogramm als auch die Ergebnisse der Struktur- und Satzungskommission sind schon fertig. Wir wollten das hier im vergangenen Jahr beschließen und beraten. Dann kam Corona. Und ich finde, wir müssen unmittelbar jetzt damit starten. Wenn es nach mir ginge, können wir das auch schon auf dem nächsten Parteitag beraten, die Struktur- und Satzungskommission. Und wir müssen jetzt unmittelbar mit, wenn wir diese Analyse jetzt gemacht haben in den nächsten Wochen, mit der Diskussion über das Grundsatzprogramm starten in den Verbänden vor Ort. Denn wie gesagt, das Ergebnis liegt vor. Vielen Dank, lieber Paul. Jetzt ich nutze die Zeit jetzt nicht aus. Ich hoffe, das gibt keine Minuspunkte. Aber auch kein Aufschub beim nächsten Mal. Ich
Ich kann die Sekunden ja noch übernehmen, lieber Paul. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe es ja gerade im Grunde schon beantwortet. Das Gemeinsame ist extrem wichtig, wir müssen es aber auch leben. Der Anfangspunkt ist wahrscheinlich, wir sollten gemeinsam richtige Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist einfach richtig und ihr habt euch viele Gedanken gemacht, wie man zu besseren Entscheidungen kommen kann, nicht nur zwischen CDU und CSU, sondern auch insgesamt unter Einbeziehung der Basis. Das Zweite ist, liebe Freunde, wir sollten auch akzeptieren, dass zwei unterschiedliche Parteien auch unterschiedliche Temperamente mit sich bringen. Und manchmal kommen die Temperamente halt auch unterschiedlich durch. An manchen Stellen muss man selbstkritisch sein, muss sagen, da war zu viel Temperament dabei. Aber idealerweise war es in der Geschichte der Union immer so, liebe Freunde, wir haben uns gegenseitig motiviert und angespornt. Und es gab immer in Deutschland Menschen, die haben CDU gewählt, weil es auch die CSU gab. Und es gab in Bayern welche, die haben CSU gewählt, weil es auch die CDU gab. Liebe Freunde, lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Union, dass CDU und CSU sich gemeinsam nützen und für zusätzliche Punkte sorgen und nicht gemeinsam beschweren. Ich will jedenfalls meinen Beitrag dafür leisten. Vielen Dank. Wir machen weiter mit Philipp Heißner aus Hamburg. Ja, vielen Dank auch fürs Kommen und fürs Mitdiskutieren. Das Einzige, was schlimmer ist als eine Wahlniederlage, ist daraus die falschen Schlüsse zu ziehen. Da haben wir in Hamburg Erfahrung mit. Deswegen kann man vielleicht aber auch mal sagen, ich habe, wie glaube ich die meisten hier im Saal, an einer knapp gut dreistelligen Anzahl Haustüren geklopft, viele Infostände gemacht im Wahlkampf und so weiter. Was man an ungefähr jeder dritten Haustür gehört hat, ist, sag mal, wofür steht ihr eigentlich genau? Wisst ihr das selber? Und an jeder vierten oder fünften dann noch, naja, wir finden euch ganz sympathisch, aber wir mögen halt euren Spitzenkandidaten nicht. Was ich kein einziges Mal gehört habe, ist, ach, wenn ihr nur eine Frauenquote hättet, dann würden wir euch wählen oder eine Doppelspitze oder irgendwie, ja, der Farbton beim Plakat war aber irgendwie nicht der richtige gewählt und wenn ihr das oder die App besser funktionieren würde, dann würden wir euch wählen. Also ganz konkret auch mal die Frage, was tut ihr, um auch mal diese reinen Binnendebatten, Binnenlogikdebatten zu beenden, damit wir die Fehler bei der nächsten Wahl nicht wieder machen und wirklich auf die wichtigen Themen setzen, die uns Wähler bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Philipp. Als erstes Paul, dann Markus. Ich muss den Ball ein bisschen zurückspielen, weil zur Wahrheit gehört, Philipp, dazu, dass schon alleine hier in diesem Saal es keine einheitliche Position zu diesen Fragen gibt. Sagen wir doch mal ehrlich. Es gibt, aber ja, Johannes, mehr, du aber hast... Aber eine Mehrheitsmeinung. Du hast eine klare Position dazu. Du hast es doch im Applaus gehört. Das weiß ich. Es gibt eine Mehrheitsmeinung. Es gibt... Ja, aber... Also... Jetzt wollen wir mal offen. Johannes sieht das so wie hier im Saal. Ich will nur daran erinnern, dass wir bei der Struktur- und Satzungskommission beispielsweise bei diesen Dingen, Themen, es ja geschafft haben, alle Vereinigungen mit einzubinden und auch mit Zustimmung der Jungen Union. So, jetzt will es noch mal sagen. Und deswegen ist diese Frage zumindest für mich nicht von hier aus, von dieser Position aus, nicht so eindeutig. Wie gesagt, Johannes da knallhart, andere sehen es anders und zumindest die Ergebnisse der Struktur- und Satzungskommission werden mitgetragen von der JU. Gibt es andere Beschlüsse neuerdings, aber gut, wir können da sicherlich nochmal drüber reden, werden wir ja auch. So, Markus Blume. Also war ja eine wichtige Frage, deswegen greife ich jetzt mal ganz tief in die Schatzkiste und lande bei Franz Josef Strauß, der in solchen Fällen dann gesagt hat... dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. Und natürlich sind wir, liebe Freunde, als Union eine Partei, die auf die großen Fragen schaut, nämlich auf die Fragen, die für die Lebenswirklichkeit der Menschen jeden Tag von großer Bedeutung sind. Also müssen wir uns selbst prüfen, machen wir das? Es gibt Dinge, da dreht sich das Rad einfach weiter. Und dann müssen wir uns als Partei auch verändern. Das Schlimmste wäre, wenn wir erstarren würden. Deswegen hat Strauß ja gesagt, zweiter Lehrsatz, konservativ sein heißt an der Spitze des Fortschritts marschieren. Wir sind keine Retrokraft, sondern immer eine Kraft, die nach vorne geht. Und das Letzte, das ist jetzt nicht mehr Strauß, sondern eigentlich Markus Söder, der sagt, dem Zeitgeist nicht hinterherrennen, sondern den Zeitgeist prägen, das ist die Aufgabe der Union, liebe Freunde. Dass jetzt Philipp befriedigt, weiß ich nicht, aber das können wir sonst im Zweifel gleich nochmal diskutieren. Lukas. Eine kurze Frage, die sozusagen technisch ist, und zwar, wie wurde denn der Social-Media-Wahlkampf gemacht?
Meine Social-Media-Fußabdrücke, die ich hinterlasse, stehen sicherlich nicht in Verdacht, dass ich der SPD nahestehe. Ich konnte die 2 Wochen vor der Wahl mir kein YouTube-Video mehr anschauen, ohne dass Olaf Scholz mir ins Gesicht gesprungen ist. Und das ging bei vielen Freunden von mir genauso, aus dem Radiowecker, von Alexa, von allen Kanälen schalte einem die SPD entgegen. Warum haben wir das nicht geschafft? Mit welcher Agentur haben wir da zusammengearbeitet? Das kann ich alles nicht nachvollziehen. Da würde ich gerne eine Antwort zu wissen. Das Zweite ist etwas zu dem, was du gesagt hast. Karl-Josef Laumann sagt, der Wahlkampf war nicht sozial genug. Die Wirtschaftsleute sagen, der Wahlkampf war nicht wirtschaftlich genug. Es war doch unsere Aufgabe, eure Aufgabe, das zusammenzubinden zu einem Programm. Das ist in den letzten Jahren ja offensichtlich nicht gelungen, da Kompromisse hinzufinden. Und wenn ich mir die Entscheidungen der letzten Jahre anschaue, hat sich doch eigentlich immer Personal und Kurs der CDA durchgesetzt, was uns jetzt zu 24% geführt hat. Da würde mich die Einschätzung zu interessieren. Die Frage ist an Paul gerichtet. Also, die Frage erstmal nach dem Zusammenbinden der Inhalte. Ich will euch nur eins sagen, Karl-Josef Laumann und die ganze CDA sehen das nicht so, wie du es gerade beschrieben hast. Also, die sehen ja das Gegenteil. Sie sagen ja, nur der wirtschaftspolitische Kurs setzt sich durch. Ist das gelungen in der Vergangenheit, das jetzt auch zusammenzubinden? Nein. Ganz selbstkritisch, nein. Unser Versagen. Und die Wahrheit ist, Johannes hat ja gestern, das war ja gestern in deiner Rede, die ja wirklich beeindruckend war, in dieser Klarheit, wir haben die Dinge nicht nur mit Geld zugeschüttet, die Konflikte, die wir hatten, nämlich auch mit Macht. Nämlich wartet mal ab, bald ist wieder Wahl, hier und da, oder Bundestagswahl, und dann werden die und die Entscheidungen getroffen, jetzt mal ruhig bleiben und am Ende nehmen wir das Steuergeld. Das ist ein Punkt. Und wir müssen jetzt über all diese Dinge, dafür reicht jetzt diese Minute nicht, diskutieren die Themen, die es gibt. Social Media, kann ich euch sagen, wir haben diesen Etat seit 2002. Ist der Etat auch der Bundespartei unverändert und es geht immer um die Verteilung des Geldes. Also alles Geld haben wir ausgegeben auf unterschiedlichen Wegen. Ob das gut angelegt war, in welchem Verhältnis, können wir gleich nochmal diskutieren. Aber das ist eine Entscheidung, die man immer trifft, sowohl vor Ort Veranstaltungen als auch Social Media. Und es hat natürlich was damit zu tun, welche Algorithmen bedient werden. Gut, vielen Dank. Nächste Frage aus Nordrhein-Westfalen, Florian. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Freunde, liebe Generalsekretäre Paul. Du hast es in deiner Rede ganz gut zusammengefasst. Ich würde es noch runterbrechen. Wir sind in unseren Inhalten einfach viel zu beliebig geworden. Und ich habe das Gefühl, dass wir wirklich an der Stelle, wenn mir ein Juso sagt, euer Kandidat ist doof, eure Inhalte sind doof, dann weiß ich, dass die Inhalte gut sind. Und da müssen wir wieder hin, wir müssen mal wieder dahin, dass wir uns auch streiten können, dass wir auch Positionen haben, die streitbar sind, weg von diesem Kuschelkurs hin zum Profil. Und ich möchte euch fragen, wir haben den Wahl-O-Mat, den machen hunderttausende Menschen. Da kann man ja mal angucken, wie die Union dort ihre Position verkauft hat an der Stelle. Wie, bei welchen Positionen überall angegeben worden ist, dass wir da neutral zu stehen. Die Union hat keine Position beim Mindestlohn, keine Position bei der Frage der ökologischen oder konventionellen Landwirtschaft. Keine Position bei ganz wichtigen Themen haben wir als Volkspartei, und unsere politische Beliebigkeit manifestiert sich hier. Ich möchte wissen, wer ist dafür verantwortlich und wie kann das verhindert werden, dass es nie wieder passiert. Danke. Ja, darf ich eine Gegenfrage stellen? Beim Wahl-O-Maten, ich habe es akustisch nicht verstanden. Wir müssen noch mal einmal sagen. Bei welchen Fragen haben wir schlechte Antworten gegeben? Wer verantwortlich ist, also ich bin verantwortlich, mit Markus natürlich für die CSU. Genau. Darf ich? Soll ich die alle vorlesen? Ja, mach. Okay. Die Mitglieder, okay, pass auf. Der Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt werden soll, soll durch eine nationale Steuer erhoben werden. Die Union, keine Position. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten. Die Union, keine Position. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Die Union, keine Position. Der gesetzliche Mindestlohn soll im Jahr 2022 erhöht werden. Die Union, keine Position. Wie kann das sein? Sorry. Das ist nur der Anfang. Das ist ja nur der Anfang. Das ist ja das Problem. Sorry. Also, nimmt mir nicht übel, dass ich so emotional bin. Aber das ist... Leute, alles gut. Paritätische Besetzung bei Listen, die Union, keine Position. Sorry. Alles gut. Wir können...
Leute, wir können alles diskutieren. Wir können alles diskutieren. Eigentlich war jetzt nur noch mal angesagt worden, welche konkreten Themen das waren. Das hast du gemacht. Und jetzt gibt es die Antwort der beiden Generalsekretäre. Du kannst gerne anfangen, aber ich will jetzt nicht kneifen. Ihr habt jetzt alle geklatscht, weil du gesagt hast, keine Position. Und jetzt muss ich auch hier, wenn ihr jetzt auch alles erwartet, jetzt ist mit in dieser Frage nach diesem Wahlergebnis jetzt zu allem Ja und Amen zu sagen, an dieser Stelle tue ich es ausdrücklich nicht. Weil wenn die Bundeszentrale für politische Bildung Fragen stellt, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann, dann macht eine vernünftige, seriöse Partei nicht eine Antwort mit Ja und Nein, nur damit Ruhe ist. Und wenn ihr jetzt euch die Frage stellt, dass wir kein Teil, nicht ein kleines Teil aus China in irgendeinem Infrastrukturprojekt verbauen, soll das die Antwort sein, damit wir eine klare Haltung haben? Eine Frage, ob irgendein Teil aus China irgendwo verbaut werden darf, ist nicht eine Frage von Ja oder Nein. Wenn dort gefragt wird, unter anderem, ob Menschen, die in Seenot geraten, ob sie gerettet werden sollen, ja oder nein. So ein Quatsch. Wir wollen keine illegale Migration nach Deutschland. Aber natürlich, wenn jemand im Wasser ist, werden wir ihn retten. Und deswegen gibt es dafür kein Ja oder Nein. Vielen Dank, Markus. Lieber Paul, du hast die Frage absolut richtig beantwortet. Ich verstehe das ja. Wir fanden das auch unbefriedigend. Wir werden ja gefragt, wie antworten wir da? Wir haben lange drum gerungen. Liebe Freunde, wir haben auch Beschwerdebriefe geschrieben, gemeinsam als CDU und CSU an die Bundeszentrale für politische Bildung. Denn solche Fragen, die sind tendenziös, da steht eine politische Idee dahinter, nicht die Idee der politischen Mitte. Und solche Fragen, liebe Freunde, haben dort eigentlich nichts zu suchen. Es gibt politische Fragen, die sind komplizierter als mit Ja und Nein zu beantworten. Und wenn wir nicht die Kraft haben, als Union, als bürgerliche Kraft der Mitte zu sagen, manchmal liegt auch in der Differenziertheit ein Wert an sich, liebe Freunde, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn an anderer Stelle der Populismus blüht. Wir sind eine Kraft, liebe Freunde, die den Wert auf die richtige, sachliche Darstellung legt. Wir haben das getan. Das Ergebnis war misslich und da muss sich etwas bei der Bundeszentrale auch ändern. Denn wer mit diesen Fragen Menschen fängt und zu einer politischen Wahlentscheidung bewegt, der versündigt sich auch an unserer Demokratie, liebe Freunde. Vielen herzlichen Dank. Die nächste Frage hat Johannes Winkel von der Bühne. Ja, Freddy Paul, du hast es gerade eigentlich schon vorweggenommen. Also, wenn wir noch nicht mal jetzt anfangen, Klartext zu reden, dann haben wir echt verloren. Also, jetzt müssen wir wirklich mal offen sein. Und jetzt sagen alle Danke, dass, also gerade schon als Standing Ovations war, als ihr beide die Bühne betreten habt, bei allem Respekt. Wenn man noch nicht mal nach so einer Wahl oder sagt, danke, dass ihr gekommen seid. Ja, ihr habt euch mit hierhin fahren lassen nach Münster. Toll. Ist euer Job. Ihr beide habt es zu verantworten, dass in einem Bundestagswahlkampf die Jusos und Olaf Scholz geschlossener waren als die CDU und die CSU. Das ist eine absolute Frechheit. Und deswegen lasst uns jetzt mal aufhören mit Danke, dass ihr gekommen seid und alles wunderbar und die konkreten Themen ansprechen. Das hat Freddy Paul schon gut gemacht und vielleicht können wir euch ja einen Gutschein ausstellen, dass ihr beide mal ein langes Wochenende mit Karl-Josef Laumann verbringt in einem Keller und der sorgt für die Getränkeauswahl. Gut, das war jetzt, ich sehe das jetzt nicht als Frage an, sondern als Wortmeldung. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn es meinetwegen auch. Also ihr könnt, wenn ihr mit Karl-Josef in den Keller müsst, dann gucken wir mal, wie ihr wieder rauskommt. Aber vielleicht nimmt da noch jemand anders mit. So, jetzt haben wir weitere Fragen. Als nächstes ist die Frage von Gabriel. Ja, Stichwort keine Position. Ich habe auch vor Wochen oder vor Monaten den Wirtschaftsteil der Welt am Sonntag aufgeschlagen. Finanzteil, wo steht die CDU in finanzpolitischen Fragen? Keine Antwort. Eine leere Tabelle der CDU, CSU. Ich habe eine E-Mail geschrieben ans Konrad-Adenauer-Haus und auch an die finanzpolitische Sprecherin Antje Tillmann. Bis heute keine Antwort. Das war aber eigentlich nicht mein eigentlicher Punkt. Paul, ich würde dich gerne mal an eine Idee erinnern, die wir mal, oder du hattest mich in einer Videokonferenz gefragt, vom Kollege Brandscheid organisiert, ob ich denn eine Idee hätte, wie wir die Basis besser mit einbinden. Und ja, die habe ich und die würde ich auch gerne
heute nochmal vorbringen und dich daran erinnern, nämlich, dass wir Kreisverbandsdelegierte für den Bundesparteitag einführen. Die Idee dahinter ist, dass jeder Kreisverband direkt einen Delegierten wählen kann. Das ist ein konkreter Ansprechpartner für die Basis und die Bedingung dabei wäre, dass diese Person nicht in einem Landtag oder Bundestag oder Ministeramt ist. Das wäre, glaube ich, eine sehr sinnvolle Erneuerung, Stichwort Satzung und Strukturkommission. Also ich habe auch in eurem Antrag, also erstmal zu der nicht erfolgten Antwort, weil ich habe das in dem Papier auch gelesen, dass der Rekord von 2 Monaten, das müssen wir nicht hier auf der Bühne sagen, aber wenn ihr mir diese einzelnen Vorgänge auch mal gebt, nur als Beispiel, nur mal ganz konkret, damit wir das auch mal irgendwie nachvollziehen können. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe deinen Vorschlag oder euren Vorschlag schon aufgenommen. Ich war gestern in Niedersachsen bei der Kreisvorsitzendenkonferenz. Und ich habe gestern gesagt, es wäre doch zu überlegen, weil das ist etwas, was die Leute in unserer Partei, die Mitglieder, beschäftigt. Nämlich, wie ist dieser Bundesparteitag zusammengesetzt? Und wir wissen, dass häufig ein normales Mitglied gar keine Chance hat, Bundesparteitagsdelegierter zu werden, weil dort die Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten und so weiter. Und deswegen habe ich gesagt gestern in Niedersachsen, wäre es nicht eine Idee zu überlegen, dass man sagt, diejenigen, die im Bundestag sind, Landtag sind, die sind Kraft Amtes, Mitglieder des Bundesparteitages, aber dann, jetzt warte mal, aber dann 60% davon Vertreter derjenigen, die keine Berufspolitiker sind, die dann durch die Kreisverbände gewählt werden, sodass man sich als Mandatsträger gar nicht mehr vor Ort bewerben kann und damit der Bundesparteitag einen anderen Charakter bekommt. Gut, vielen Dank. Die nächste Frage hat Felix Siegmann. Ja, vielen Dank. Tillmann, ich kann mich da anschließen, was Johannes Winkel gesagt hat. Ich finde es absolut notwendig, dass diejenigen, die für diesen Wahlkampf verantwortlich sind, heute sich hier auch denjenigen stellen, die den Wahlkampf auf die Straße gebracht haben. Das gilt für Generalsekretäre, aber das gilt auch für Parteivorsitzende. Und Philipp Heißner hat es gesagt, das Einzige, was schlimmer ist, als wenn man eine schlechte Kampagne macht, ist, wenn man aus einer Wahlniederlage nicht lernt. Und deshalb finde ich schon, dass man an dieser Stelle nochmal sagen kann, ich erwarte mir etwas mehr Ernsthaftigkeit bei der Aufarbeitung dieser Wahlkampagne. Ich finde die ein oder andere Antwort hier nicht zufriedenstellend und deshalb tatsächlich auch mal ganz deutlich, wenn hier gesagt wird, die Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU war gut, das konnte man so in der Öffentlichkeit nicht sehen und das muss sich zwingend ändern. Und deshalb ganz konkret die Frage und ich bitte um eine Antwort mit Ja oder Nein. Kommt der Unionsrat, Ja oder Nein? Herr Markus, jetzt bist du als erstes dran. Jetzt gebe ich eine Antwort, die an anderer Stelle auch schon immer gegeben wurde. Das müssen wir natürlich mal beraten. Ich kann hier... Nein, wir sind möchtest du, dass der Unionsrat kommt als Markus Blume Generalsekretär? Also ich halte es für notwendig, ich habe das vorhin auch gesagt, dass wir von CDU und CSU gemeinsame Gremien auch schaffen, wo wir zusammenkommen können. Ich habe es anders genannt, nehme Anleihe hier bei dem Gremium Deutschlandrat und ich kann mir vorstellen, dass das uns hilft, schwierige Fragen in Zukunft besser aufzulösen. Und vielleicht brauchen wir aber auch unterhalb der Wegstrecke, nicht nur bei solchen Veranstaltungen, sondern unterhalb der Wegstrecke auch eine bessere Verständigung. Das sollten wir, lieber Paul, zwischen beiden Parteien hinbekommen. Also Felix, wir nehmen das jetzt als Ja, oder? Gut. Paul? Ja, wenn es an mir geht, ja. Gut. Dann als nächstes Katharina aus Essen. Danke, Tillmann. Grundvoraussetzung für konkrete Themen und ein einheitliches Auftreten ist ein gutes, breit diskutiertes Grundsatzprogramm. Deswegen meine Frage, was ist aus der Zuhörtour geworden? Was ist der aktuelle Stand? Wie ist der weitere Prozess? Wann haben wir unser Grundsatzprogramm auf dem Tisch? Paul. Die Zuhörtour hat ja damals Annegret Kramp-Karrenbauer noch als Generalsekretärin gemacht. Man müsste jetzt mal überlegen, dass sowas eigentlich nicht nur jetzt mal fortgesetzt werden könnte, übrigens unabhängig vom Grundsatzprogramm, weil ich glaube, es gibt vieles zu diskutieren. Der Stand ist so, dass es einen Entwurf gibt, der ist fertig und der sollte jetzt in den Verbänden besprochen werden. Das war der Stand, dann kam Corona, dann kam die Suche nach dem Parteivorsitzenden. Ihr kennt die ganze Geschichte. Also, das ist der Stand. Du hast konkret nach dem Stand gefragt. Wenn es nach mir ginge, könnte es jetzt unmittelbar losgehen, beziehungsweise wenn das gewünscht ist, nach dem nächsten Parteitag, also in kurzer Zeit und dann mit der Diskussion des neuen Grundsatzprogramms. Vielen Dank. Wir gehen zu Moritz nach NRW. Ja, ich habe eine ganz kurze Frage nur an Herrn Blume. Das wird auch nicht lange dauern. Das Wahlergebnis war ja so, dass wir uns damit jetzt auseinandersetzen müssen. 24% lassen auch nichts anderes zu.
Meine Frage ist dahingehend, die steht bestimmt bei vielen hier im Raum. Welche Bedeutung hat die Parteikonferenz, die heute in Bayern läuft, dass sie es Herrn Söder nicht ermöglicht, hier an diesem Deutschlandtag teilzunehmen? Naja, offensichtlich eine große, sonst wäre er da. Er war letzte Woche bei seiner, er war letzte Woche bei der Jungen Union, nämlich bei seiner Jungen Union, der Jungen Union Bayern. Und liebe Freunde, da hatten wir eine sehr offene Aussprache, das glaube ich, hat auch jeder im Land mitbekommen. Ein zweites, ich verstehe ja, worum es uns geht und euch geht. Und ich kann euch einfach nur sagen, wir werden das natürlich auch machen und wir sind auch dazu bereit, auch Markus Söder ganz persönlich. Lieber Tillmann, demnächst gibt es ja auch einen Deutschlandrat wieder in Bayern, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich kann euch sagen, wir werden beide definitiv da sein, Markus Söder und auch ich selbst. Denn eines ist doch klar, öffentliche Aussprache und Auseinandersetzung ist wichtig. Aber vielleicht noch wichtiger ist, in geschützten Räumen miteinander mal wirklich Klartext zu reden über den Kurs der Union, über die Inhalte. Wir beklagen uns immer, dass irgendwie alles in der Zeitung steht. Liebe Freunde, dann lasst uns geschützte Räume nehmen und dort das offene Wort führen. Und das Angebot von Markus Söder dafür ist definitiv da am Deutschlandrat in Bayern. Gut, nichtsdestotrotz hat dieses Wochenende natürlich eine besondere Bedeutung. Aber am Ende hat Markus Söder sich so entschieden. Und wir haben die nächste Frage von Florian aus Baden-Württemberg. Ja, vielleicht noch eine kurze Anmerkung, bevor ich zu meiner Frage komme. Paul, natürlich kann man sagen, nein, wir wollen nicht, dass China Teile in unserer Netzwerkinfrastruktur baut oder verbaut, aber in Ausnahmefällen ist es zulässig. Und dann kann man diese Frage immer noch mit Nein beantworten im Wahl-O-Mat und muss nicht neutral ankreuzen. Nun zu meiner konkreten Frage. Wolfgang Schäuble soll mal gesagt haben, wer den Sumpf trockenlegen will, darf nicht die Frösche fragen. Meine Frage zum Konrad-Adenauer-Haus und der personellen und strukturellen Aufstellung dort. Wird diese Aufarbeitung der Strukturen und Prozesse im Adenauer-Haus aus dem Adenauer-Haus erfolgen oder wird da auch externer Sachverstand vielleicht eingekauft? Also zu der zweiten Frage, natürlich wird das Adenauer-Haus selbst nicht den Wahlkampf analysieren, das geht gar nicht, sondern es müssen diejenigen übrigens, ich kann Ihnen nachher mal sehen, wer alles dabei ist, werden diejenigen sein, die sehr kritisch auch die Arbeit, auch öffentlich übrigens, öffentlich bewertet haben des Adenauer-Hauses. Gerade die habe ich rausgesucht, auch nach öffentlichen Äußerungen, dass die mitarbeiten. Will das ganz deutlich sagen. Das geht gar nicht anders. Und zu den inhaltlichen Dingen brauchen wir auch ein bisschen nicht externen Sachverstand, sondern Begleitung, die auch mal, wenn wir zum Beispiel überlegen, so schwebt es mir vor, wir können das digital mittlerweile ja alles machen, zum Beispiel die Mitglieder nicht nur zu befragen, wenn es um den Parteivorsitz geht, die Ideen gibt es ja. Aber ich finde auch, inhaltliche Diskussion könnte man mehr Mitglieder beteiligen und nicht nach dem nächsten Parteitag, das ist wirklich meine Sorge, dass wir jetzt über alles diskutieren, nach dem nächsten Parteitag passiert dann wieder nichts. Und das Zweite ist, jetzt hast du das China-Beispiel genannt. Ich glaube, dass man, und wie gesagt, Markus Blume und ich haben uns geärgert, haben das auch übrigens öffentlich, nicht öffentlich, aber wir haben es angeschrieben. Bei diesen Dingen kann man häufig eben nicht seriös eine Antwort geben. Und zum Beispiel, und jetzt die Antwort, wenn das unsere Position ist, ich weiß nicht, ob das die Position der Jungen Union ist, dass keine Teile mehr aus China überhaupt für irgendwas benutzt mehr werden sollen, wenn es Infrastruktur ist. Okay. Gut, ja, das mag ja sein, dass die Leute eine klare Antwort und trotzdem kann man nicht Dinge sagen, wenn das nicht wirklich unsere Position ist. Ja, gut. Weitere Fragen gibt, der Wilsch, dann muss man sich ans Mikro stellen. Ich glaube, dass man auch bei diesen Dingen seriös bleiben muss. Vielen Dank. Es gibt manchmal auch richtige Antworten und falsche Fragen, liebe Freunde. Und wenn die Fragen falsch gestellt sind, dann muss man das auch sagen dürfen. Manchmal ist es auch schön, wenn wir noch klarere Antworten haben. So, Inken. Ja,
Nach unserer Wahlniederlage ist ja eine Sache eigentlich ganz klar, das wissen wir alle, wir brauchen Erneuerung und zwar auch personelle Erneuerung. Und dafür gehört, ich denke, da sind wir uns auch alle einig, dass wir auch andere, diversere Kandidaten ins Rennen schicken. Das müssen Frauen sein, das müssen junge Leute sein, das müssen Quereinsteiger sein. Das können eben nicht nur die Parteisoldaten sein, die schon seit 20 Jahren am Stammtisch sitzen. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns als Partei auch die Frage stellen, wie schaffen wir Strukturen, die es eben auch anderen als den, ich sage mal, klassischen CDUlern ermöglichen, für einen aussichtsreichen Listenplatz in einem aussichtsreichen Wahlkreis zu kandidieren, um eben wieder eine breitere Wählerschaft anzusprechen. Wer möchte? Markus, du als erstes oder Paul? Dann Paul. Also das sind ja jetzt ganz viele Fragen zusammen gewesen. Ich will dir nur in einem Punkt, auch wenn ich mich jetzt hier ich glaube, nur in einem Punkt will ich widersprechen, dass diejenigen, weil du es so formuliert hast, ich weiß, das war nicht böse gemeint, aber zu sagen, andere als die, die seit 20 Jahren am Stammtisch sitzen und auch mal ein paar Frauen und diversere Typen, hast du ja gesagt. Ich will das nur deswegen ein bisschen vorsichtig sagen, weil ich finde, dass diese, die du meinst, mit 20 Jahren am Stammtisch sitzen, ohne den hätte ich meinen Bundestagswahlkreis nicht gewonnen, wenn die nicht alle mitgemacht hätten. Und deswegen, ja, ist ja so, wir sollten nicht die jetzt, die 20 Jahren, hast du nicht gemacht, aber dass diejenigen, die seit 20 Jahren vor Ort im Ortsverband was machen, denen zu sagen, für Mandate brauchen wir dich aber schon mal gar nicht, weil jetzt kommen andere. Ich glaube, das geht nur, ich will es euch offen sagen hier, die Zeit läuft davon, wir kriegen es nur hin mit mehr Verbindlichkeit. Wir werden es in den Gremien nur schaffen, wir haben doch schon vieles probiert, mehr Frauen in Führungsverantwortung zu bekommen, indem wir das verbindlicher gestalten, so wie die Struktur- und Satzungskommission das vorgesehen hat. Ich muss es so sagen, mir fällt zumindest nichts anderes ein, das ist die ehrliche Antwort. Aber Paul, eins müssen wir schon sehen, wenn es so wäre, dass von denjenigen, die seit 20 Jahren da sind, wo Hubert mit 70 sagt, ich kandidiere nochmal, wenn es davon nicht 100% gäbe, sondern nur noch 60, dann wäre auch allen, glaube ich, ganz gut geholfen. Und das war, glaube ich, der Ansatz, den Inken eben auch hatte. Jetzt Markus. Frage ging, glaube ich, ein bisschen mehr an die CDU, aber ich beantworte sie auch gerne für die CSU, liebe Freunde. Beide Parteien leben von der Erneuerung und sie leben gerade auch von der personellen Erneuerung. Und dazu muss es Angebote geben, dazu muss die Kandidatur vor Ort auch möglich sein und darf nicht von manchen als Sakrileg betrachtet werden, wenn man dagegen jemand kandidiert, der schon länger da ist, liebe Freunde. Es ist doch klar, lasst uns mal unsere Mitgliederstruktur anschauen, lasst uns die Zusammensetzung an anderer Stelle anschauen. Da haben wir mehr Potenzial. Wir haben es als CSU geschafft, zumindest die jüngste Bundestagsliste aller Zeiten aufzustellen. Aber, liebe Freunde, das reicht noch nicht, denn wir müssen gerade auch vor Ort in den Wahlkreisen schauen, dass es immer wieder Erneuerung gibt, dass es in der gesamten Partei Erneuerung gibt. Wir haben bei unserer Parteireform vor 2 Jahren einen Stellvertreter, einen jungen Stellvertreter eingeführt in allen Parteigremien, den Stellvertreter unter 35. Liebe Freunde, diese Denke, dass die Zukunft natürlich in der jungen Generation liegt, die müssen wir in beiden Parteien verankern, strukturell, wo immer es geht. Vielen Dank. Die nächste Frage hat Ronald Matar. Vielen Dank. Vielen Dank. Lieber Paul, meine Frage richtet sich direkt an dich. Es geht um was Handwerkliches, nämlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass auf Zusagen, und damit meine ich insbesondere terminliche Zusagen, aus dem Konrad-Adenauer-Haus in diesem Wahlkampf überhaupt kein Verlass war. Es hieß, erst soll Armin Laschet in unseren Wahlkreis kommen, dann wurde der Termin nochmal verschoben, dann sollte er doch nicht kommen, dann sollte er doch wieder kommen, aber es sollte nur eine Kundgabe sein, was auch immer der Unterschied ist, und dann ist er am Ende doch nicht gekommen. Und das ist irgendwie doof, weil erstens steht unser Kandidat richtig schlecht da, wenn er sich hinstellt, oh, ich habe Armin Laschet in unseren Wahlkampf geholt und in unseren Wahlkreis geholt und dann kommt er doch nicht und das lässt den dumm aussehen. Und es ist natürlich auch für all die Menschen, die sich da hinstellen und so eine Veranstaltung planen, wirklich schlecht. Ich möchte von dir gerne wissen, wie kann sowas passieren und was kann man künftig tun, um solche Unzuverlässigkeiten zu verhindern? Also danke für die konkrete Frage. Das hat es gegeben, das, was du beschreibst, darauf wurde ich ja häufiger angesprochen. Sowas, was soll ich dir jetzt dazu sagen? Ich komme gleich zu dir und dann können wir noch mal kurz drüber sprechen. Ich glaube, bringt uns jetzt inhaltlich zumindest nicht weiter.
bringen uns nicht weiter, aber war natürlich ein Problem, was definitiv aufgetreten ist. Lukas Brandscheid. Ja, liebe Freunde, eigentlich wollte ich mich heute in der Debatte gar nicht zu Wort melden. Aber irgendwie muss ich es doch machen, weil ich will hier eins nochmal rausstellen. Wenn wir als CDU sagen, wenn wir als Union sagen, wir können keine klare Antwort darauf geben, für was wir politisch stehen, dann ist das etwas, was ganz klar zeigt, was bei uns im Laden falsch läuft. Und wenn wir sagen, wir wollen den Leuten zuhören und wenn wir sagen, wir wollen die Themen aufgreifen, die die Menschen bewegen, hier ist Franz Josef Strauß jetzt schon zweimal quasi bemüht worden. Ich will ihn auch nochmal bemühen. Der hat mal gesagt, wir müssen sagen, was wir denken und das machen, was wir sagen. Und das ist der Kern, wie wir als Volkspartei Vertrauen in den Leuten holen. Und dann braucht man nur mal zu schauen, was bewegt denn die Menschen? Die Menschen bewegt, dass ein Liter Super mittlerweile 1,73 kostet, ein Liter Diesel 1,60. Wir sind doch kein Land, das in Berlin-Mitte nur existiert, wo die U7 alle 5 Minuten fährt. Nein, wir sind ein Land mit ländlichen Regionen, wo stellenweise tagsüber kein Bus fährt und wenn, dann fährt er einmal rein und einmal raus. Wir müssen doch mal aufhören, uns immer nach diesen Zeitgeist-Themen zu richten und müssen mal überlegen, dass unser Menschenbild eigentlich nicht das ist von den Grünen, die den veganen Höhlenmensch fordern, sondern dass wir wirklich mal die Themen der Leute aufgreifen und auch ganz klare Antworten dazu finden. Vielen Dank. Lukas, eine Frage habe ich da jetzt nicht vernommen, aber wir kennen deine Wortmeldung ja auch so. Jetzt kommt Thomas Haslinger. Ja, lieber Paul, lieber Markus, ich glaube, wichtig ist zunächst ein Appell, wir gewinnen Wahlen nur gemeinsam und ich glaube, die Junge Union hier ist auch ein gutes Beispiel, wie unsere beiden Schwesterparteien gut zusammenhalten können. Ich habe eine Frage jenseits dieser kurzfristigen Wahlanalyse jetzt, die mich wirklich bewegt. Das ist der vorpolitische Raum, das sind Institutionen, die nicht unmittelbar politisch sind. Wir haben es über die letzten Jahre versäumt, im Gegensatz zu den anderen Parteien, hier auch auf unsere Leute zu setzen. Und du hast einen Punkt gesagt, Bundeszentrale für politische Bildung, die schickt uns solche Fragen. Wir waren doch an der Regierung. Es lag doch in unserer Hand, welche Personen in solchen Institutionen vorne dran stehen. Und deswegen meine Frage und bitte, es zieht sich über unsere parteinahen Stiftungen, wenn man sieht, wer dort gefördert wird, bin ich mir nicht immer sicher, ob das Leute sind, die auch in unserer Denkwelt leben. Wie wollt ihr es anpacken, dass wir es auch schaffen, im vorpolitischen Raum, in Institutionen auch mit Menschen verankert zu sein, die unserer Gedankenwelt nahestehen, weil das ist entscheidend, dort wird auch Meinung gemacht. Vielen Dank, Thomas. Jetzt die beiden Generalsekretäre, als erstes Markus Blume, danach Paul Zimmer. Ja, lieber Thomas, du sprichst natürlich einen ganz wichtigen Punkt an. Das erste ist, das ist keine Entschuldigung, sondern nur eine Feststellung, ja, der vorpolitische Raum, der gesamte ehrenamtliche Bereich, er liegt etwas am Boden, auch wegen Corona. Wenn unser Markenzeichen, liebe Freunde, als Union ist, näher am Menschen zu sein, dann hat uns das natürlich in besonderer Weise getroffen, dass dieses Näher am Menschen in den letzten anderthalb Jahren einfach an vielen Stellen etwas gehemmt war. Deswegen ist doch klar, wir müssen wieder raus. Wir müssen aber auch uns institutionell prüfen. Sind wir wirklich da überall vertreten, wo es notwendig ist? Und ja, ich erkenne genau das, was du sagst. Da gibt es Biotope, da kannst du lange nach Union suchen. Das sind andere Ideologien, Überzeugungen. Aber von Union da keine Spur. Liebe Freunde, lasst uns das gemeinsam ändern. Das geht nur energisch. Das geht aber auch nur dann, wenn ich mich darauf einlasse, dass der vorpolitische Raum heute etwas mehr ist als vielleicht noch vor 20 Jahren. Dafür müssen wir bereit sein, liebe Freunde. Lasst uns da gemeinsam rausgehen. Paul. Ja, das ist so. Und ich glaube, wir müssen sehr früh damit anfangen. Und das siehst du ja bei vielen Organisationen. Übrigens bei der Frage nicht nur der, wenn wir jetzt darüber sprechen, der Frage dieses Fragebogens. Da wurden ja vorher junge Menschen beteiligt.
aus verschiedenen Organisationen oder die sich dort beworben haben. Auch das ist ja eine Frage, wie wir dort angesehen werden, welche Themen dort eine Rolle spielen. Und die sind manchmal andere als vielleicht heute auf dem Deutschlandtag oder damals auf dem Deutschlandtag, als ich noch Vorsitzender der JU war. Insofern, aber ansonsten ist das, teile ich das, was Markus Blume gesagt hat. Wobei, da würde ich dann auch konkret vorschlagen, dass wir vielleicht auch mal eine Analyse des vorpolitischen Raums machen und gucken, wie wir im vorpolitischen Raum bei auch Potenzialen, die uns zugeneigt sind, vielleicht auch vertreten sind oder eben nicht mehr vertreten sind, damit wir dann auch nach vorne kommen und vielleicht auch sagen, okay, wo sind da auch Talente, die wir vielleicht stärker fördern müssen, wo wir vielleicht mehr mithelfen müssen, damit wir im vorpolitischen Raum mehr vernetzt sind, sowohl auf Bundesebene als auch eben auch auf Landes- oder auf Ebene vor Ort. Jetzt Seppi. Ja, lieber Paul, lieber Markus, vielen Dank, dass ihr euch der Aussprache stellt. Lieber Markus, du hast es vorher schon gesagt, wir haben letzte Woche schon intensiv in Bayern diskutiert über das Wahlergebnis und es kommt heute auch wieder viel Richtiges durch. Wir müssen unsere Inhalte schärfen, wir müssen wieder klarer definieren, wo wir stehen und wir müssen zeigen, was wir als Union für die Zukunft wollen. Nichtsdestotrotz möchte ich eine Sache hier nochmal feststellen und auch die Frage an euch stellen. Wie wollen wir in Zukunft glaubwürdig bleiben, wenn es um Kandidatenaufstellungen und Kandidatenfragen geht? Wir haben 2019 mit Manfred Weber erlebt, dass wir unglaubwürdig wurden im Anschluss an die Europawahl. Und wir haben auch dieses Jahr, das gehört doch zur Wahrheit dazu, nicht den aussichtsreichsten Kandidaten aufgestellt, den wir als Union hatten für diese Bundestagswahl. Und da ist es auch egal, ob Markus Söder heute hier ist oder nicht. Er hat sich letzte Woche der Aussprache gestellt. Und daher die Frage nochmal konkret, wie stellen wir in Zukunft sicher, dass die besten Kandidaten für uns als Zugpferde in die Wahlen, sei es Bund, sei es Europa oder was uns auch angeht, im Land angeht. Wie funktioniert das? Das ist meine Frage. Als erstes Markus Blume und danach Paul. Jetzt kann ich es kurz machen. Vorhin ist der Satz schon gefallen, sagen, was wir denken und machen, was wir sagen. Ich glaube, das ist auch an dieser Stelle entscheidend. Liebe Freunde, wenn wir schon sehen, dass sich Dinge in eine bestimmte Richtung entwickeln, dann sollten wir es auch sagen und dann sollten wir uns gemeinsam auch auf den Weg machen. Das gilt für personelle Fragen genauso wie für Inhalte. Ich glaube übrigens nicht, dass wir als Union ein Inhaltsdefizit hatten. Der Paul hat es ja gesagt, bei dem Wahlprogramm, da war viel Union pur drin, sehr viel im Bereich von Wirtschaft, Steuern, ganz klare Positionen. Aber haben wir sie rübergebracht, müssen wir uns doch selbstkritisch fragen. Also ich glaube, wir haben kein Defizit an inhaltlicher Klarheit, aber an unserem Erscheinungsbild, liebe Freunde, deswegen lasst uns an einem Erscheinungsbild arbeiten und dafür sorgen, dass die Inhalte in Deutschland auch wahrgenommen werden. Vielen Dank, Paul. Ich glaube, dass wir einfach auch für die Frage der nächsten Kanzlerkandidatur vorher ein gemeinsam abgestimmtes, zwischen CDU und CSU vereinbartes Verfahren brauchen, wie für den Fall einer streitigen Auseinandersetzung diese Frage entschieden wird. Denn es war ja nun mal so, wir standen im Fokus der Öffentlichkeit und da nicht nur in der Frage, wer wird es, sondern wie wird diese Entscheidung zu treffen sein, durch welches Gremium, wie auch immer. Und ich finde, diese Lehre müssen wir daraus ziehen und uns jetzt ohne Ansehen der Personen, die möglicherweise 2025 kandidieren könnten, jetzt sich abstrakt auf ein Verfahren einigen, falls die beiden Vorsitzenden die Führung von CDU und CSU nicht den gleichen Kandidaten vorschlagen. Das wäre zumindest mein Vorschlag. Vielen Dank, lieber Paul. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch diese vier Wortmeldungen, die jetzt stehen und dann anschließend, glaube ich, wir haben wirklich viel diskutiert und ich fand es sehr gut, dass ihr euch dieser Diskussion auch so ausgiebig gestellt habt, auch in einem neuen Format und dass das wichtig ist, dass jeder hier oder dass möglichst viele zu Wort kommen, nicht die drei vorher gestellten Fragen verteilt werden, sondern dass alle hier offen reden können und deswegen, glaube ich, ist wichtig, aber jetzt haben auch viele das Wort ergriffen und deswegen als nächstes Benni. Ja, moin moin. Vielen Dank, dass wir die Chance haben, mit euch zu sprechen. Ich möchte es auch ganz pragmatisch auf die Wahl nochmal beziehen. Was mich besonders geschmerzt hat, ist das Thema der Jungwähler und wie wir sie erreicht haben bzw. nicht erreicht haben. Ich bin ja auch schon eine Weile dabei und ich erinnere mich an den Bundestagswahlkampf 2013,
wo mehr als einmal zu hören war zu den Kollegen von der FDP, warum sollen wir euch eigentlich wählen? Die CDU bietet diese Themen auch an und dann kriege ich ja gleich das richtige Paket. Ich habe keinen Grund, FDP zu wählen. Einer der Gründe, warum sie aus dem Bundestag geflogen sind. Jetzt im Wahlkampf genau andersrum das Bild. Warum soll ich denn die Union wählen? Diese Themen der FDP sind jung, modern und warum bringen die das nicht rüber? Jetzt war nach meinem Kenntnisstand aber so, viele dieser Punkte haben wir in unserem Programm, in der Partei und wir haben null damit gepunktet. Wir sind nicht darauf eingegangen, wir haben es nicht forciert, nicht in der CDU, ich glaube auch nicht in der CSU. Und das frage ich mich wirklich, wie ist da euer Rückblick drauf? Also wenn wir jetzt erlebt haben, junge Leute, die sagen, ich möchte Modernität, ich möchte Digitalisierung, ich möchte aber den sozialistischen Anstrich der Grünen nicht, dann wähle ich die FDP, die können wir doch bitte zu uns holen. Das wäre mir sehr wichtig. Vielen Dank. So, dann fängt Paul jetzt an und danach Markus. Woran hat diese Frage gelegen? Ja, das war die Verkaufe. Die ganz klare Antwort bei der Frage der Verkaufe übrigens auch zum Beispiel, guckt euch die Studien an zu der Frage des Wahlprogramms im Bereich der Digitalisierung, waren wir häufig nicht nur genauso gut und top in der Frage, auch was der Start-up-Verband gesagt hat, sondern zum Teil sogar noch besser als die FDP. Was uns allerdings, das will ich hinzufügen, ohne irgendwas, was in diesem Wahlkampf schlecht gelaufen ist, kleinzureden, uns fehlte, ich habe die Diskussion ja gemacht, uns fehlte ein Stück weit die Glaubwürdigkeit in den Versprechungen. Was meine ich damit? Ich bin hingegangen, habe aus dem Wahlprogramm vorgetragen, was wir erreichen wollen bei der Frage des Mobilfunkausbaus, bei der digitalen Infrastruktur, bei der Frage der Rechtsänderung, bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Und der FDP-Kollege oder die FDP-Kollegin, der haben sie es einfach geglaubt und mir nicht mehr. Mir haben sie gesagt, Herr Ziemiak, Paul, ihr seid jetzt seit 16 Jahren dran. Du hast bei der letzten Bundestagswahl genauso erzählt, keine Funklöcher und so weiter. Und jetzt stehst du wieder da. Schön und gut, wir glauben es dir nur nicht mehr, wir glauben dem Christian Lindner mehr. Markus. Also die Frage war ja wichtig, weil sie sich mit dem Punkt auseinandersetzt, wie gewinnen wir Wahlen, um es mal ganz klar zu sagen. Und wir als Union wollen Wahlen gewinnen, das ist doch unser wichtigstes Ziel. Wir haben sehr viel in diesem Wahlkampf, vor allem am Ende, dann auf unsere Stammwähler geschaut. Und ja, ich breche nochmal eine Lanze für die Stammwähler. Die Stammwähler haben uns überhaupt in die Lage versetzt, dass wir am Ende etwas besser waren als in den schlechtesten Umfragen. Aber liebe Freunde, hier bei der Jungen Union müssten wir eine andere Frage diskutieren, nämlich die Frage, wie können wir neue Wähler zu Stammwählern machen? Ich möchte ein neues Stammwählerprogramm. Ich möchte neue junge Menschen zu Stammwählern der Union machen. Und dazu müssen wir rausgehen, liebe Freunde. Und dazu müssen wir deutlich machen, die Jugend ist nicht per se links. Nein, die Jugend ist nicht links. Und die Jugend ist auch nicht per se, sind alle Christian Lindner-Fans. Liebe Freunde, mit dem richtigen Programm, mit dem richtigen Auftreten können wir zeigen, dass wir für die Jugend auch das richtige Programm haben und das richtige Angebot. Lasst uns hier mit dem Deutschlandtag anfangen. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich nochmal konkret werden beim nächsten Mal. Aber jetzt machen wir weiter. Wir sind in den letzten Fragen. Bitte schön. Gerne. Mein Name ist Maximilian Noe. Ich komme aus dem schönen Landesverband Hessen, Marburg-Biedenkopf. Paul, wir haben uns da ja schon gesehen und wir haben uns auch in einer digitalen Sitzung, die von dem Kollegen Brandscheid organisiert war, auch schon mal gesprochen. Und zwar zu dem Thema, gerade der ländliche Raum. Und wir hatten gerade auch das Thema Stammwählerschaft. Aber warum versucht die CDU jetzt auch schon, oder CDU, CSU, Union, die ganzen letzten Jahre immer nur moderne Themen zu besetzen, die gerade bei den Wählern anscheinend en vogue sind, aber wir verpassen unsere Stammwähler dabei. Gerade bei uns im ländlichen Raum, die Landwirte fühlen sich von der Union nicht abgeholt. Die Jäger, die Wählergruppen, die uns früher stark gemacht haben, die uns früher zu 80-90% gewählt haben, die wählen uns nicht mehr, weil wir denen kein Programm anbieten. Oder wenn wir ein Programm haben, bringen wir es an diese Wählergruppen nicht ran. Die sagen, es gibt andere Parteien, da kommt die AfD oder noch andere Parteien, die an uns herantreten, die uns unterstützen wollen. Und die fühlen sich von der Union nicht mehr berücksichtigt und vor allen Dingen nicht unterstützt. Wie ändern wir das jetzt mal wirklich? Frage war an Paul gerichtet, an beide. Gut, Paul. Also, was heißt die Landwirte? Warum sage ich das, was heißt die Landwirte? Weil ich glaube, auch da haben wir unterschiedliche Positionen. Wir verlieren doch in beide Seiten, mal zur FDP, in anderen Themenfeldern auch zur AfD und in anderen, wenn man sich anschaut, auch die Ergebnisse im Osten, aber auch zu den Grünen.
Und das ist doch das Dilemma unserer Partei, die wir nicht beantwortet haben. Weil wir immer noch glauben, dass die Welt so ist, wie sie jetzt ist, indem wir sagen, die Landwirte. Und dann machen wir es doch mal konkret. Keiner hat irgendein Problem zu sagen, wir sind die starke Partei für die Anliegen der Landwirtschaft. Aber geh doch mal raus und frag doch mal die Leute, was die von den, wenn sie Bilder sehen von Schweinehaltung oder Schweineschlachtungen, von Kükenstreddern. Frag doch mal unsere Generation, wie viele junge Menschen dafür sind, dass Küken gestreddert werden. So, und da wirst du ziemlich ablosen als Union mit diesem Thema, wenn es dann heißt Regulierung für die Landwirtschaft. Nachhaltigkeit, all diese Themen spielen für immer mehr junge Leute eine Rolle. Und übrigens auch auf dem Land. Jetzt will ich mal sagen, und trotzdem gibt es andere Themen, die hardcore ländliche Räume sind, wenn es zum Beispiel um Mobilität geht. Heute hat Henrik Wüst auch über das Fahrrad gesprochen, was er hier in Nordrhein-Westfalen tut. Aber wir können jetzt zum Beispiel in der Debatte nicht den Leuten versprechen, kostenloser öffentlicher Personennahverkehr ist alles schön und gut. Nur ich komme aus dem Sauerland, das bringt den Leuten überhaupt nichts. Da geht es nicht um die Preise für den Bus, sondern um die Frage, dass gar kein Bus kommt. All diese Dinge. Und wir werden uns offen machen müssen bei der Frage von Mietpreisen. Und die Wahrheit ist, nicht jeder, werden nicht jedem versprechen können in Zukunft, vor allem wenn er auch noch Sozialleistungen bezieht, dass er sofort eine Wohnung in Berlin-Mitte bekommt. Aber wir können eine Antwort darauf geben, warum es trotzdem lukrativ ist, auf dem Land zu leben. Und dann muss ich mich für die Infrastruktur dort einsetzen und sie nicht kaputt machen. Ich wünschte mal, es würden so viele Leute auf die Straße gehen, wie für günstige Wohnungen in Berlin oder im Prenzlauer Berg für die Interessen des ländlichen Raumes. Gut, Markus. Das flammende Plädoyer, was der Paul gerade gehalten hat, ich mache es mir zu eigen, alles richtig, auch Beifall sozusagen von meiner Seite. Ich möchte vielleicht einen Gedanken aber noch hinzufügen. Liebe Freunde, Union war doch immer, dass wir auch Gegensätze oder vermeintliche Gegensätze zusammengebracht haben. Und mich ärgern diese Debatten, dass man ständig diskutiert Stadt oder Land, dass man sagt Klimaschutz oder Konjunktur. Es geht doch noch nicht um entweder oder, sondern um sowohl als auch. Und da gibt es nur eine Kraft in Deutschland, die diese Positionen zusammenbringt, und zwar mit Vernunft am Ende. Liebe Freunde, das ist die Union und das sollten wir uns auch als Thema wieder viel stärker machen. Gut, das nehmen wir mal als Appell mit auf. Auch da müssen wir wahrscheinlich nochmal konkretisieren. Jetzt geht die nächste Frage an Clemens. Ja, liebe Freunde, vielen Dank für die Diskussion hier. Ich glaube, das war nötig und das ist gut, dass wir das machen. Ich will nur eine kurze Anmerkung geben und die ist, dass glaube ich, jetzt habe ich das Gefühl, dass Paul und Markus hier alles abbekommen. Nur ich will euch daran erinnern, das Problem gerade bei den neutralen, Freddy hat das vorgelesen, in den verschiedenen Punkten, wo wir die neutrale Meinung haben, das ist ein Problem von politischer Führung, die wir nicht hatten. Und diese politische Führung, natürlich vertreten das die Generalsekretäre, aber wir müssen uns auch klar machen, dass die politische Führung bei den Vorsitzenden der Parteien liegt. Und die haben auch nicht abgeliefert. Danke. Clemens, das nehmen wir jetzt als Wortmeldung ohne Frage. Ja? Gut, alles in Ordnung. Nächste Frage geht nach München. Ja, Michelle Fall, Landesverband Bayern. Und zwar würde ich gern an einem aktuellen Anlass zwei weitere Themen festmachen. Zwei Aspekte, die bisher noch nicht so beleuchtet wurden. Wir hatten vor kurzem jetzt diesen großen Zapfenstreich und Jan Böhmermann hat dazu getwittert, er findet das mit den Fackeln eigentlich richtig, richtig scheiße. So, dazu möchte ich als erstes mal sagen, Herr Böhmermann, wenn Sie das hier hören, haben Sie überhaupt gedient? So. Und daran würde ich gerne in Kürze zwei Themen festmachen, und zwar das eine Bundeswehr. Die Union hat mal dafür gestanden, richtig, richtig stark hinter der Bundeswehr zu stehen. Das Einzige, was jetzt als Reaktion kam, war, dass das Bundesverteidigungsministerium getwittert hat, naja, man sei irgendwie jetzt enttäuscht über diese Äußerungen. Das wäre irgendwie schwierig. Ich würde mir da eine größere Antwort wünschen in Zukunft. Und das Zweite ist, Jan Böhmermann ist ja nur symptomatisch. Haben wir eine Strategie dafür, wie wir bei den Medien, gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wieder ein bisschen in die Vorhand kommen strategisch? So, dann Markus, du jetzt als Erster und danach Paul. Also, an manchen Tagen muss man sich fragen, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk alles seinen Platz hat, will ich es mal ganz klar sagen. Applaus
Und ich bin ein großer Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, übrigens gerade in den Corona-Zeiten, einen sehr wichtigen Beitrag geleistet. Da hat er gezeigt, was er kann. Aber an manchen Stellen fragst du dich auch, ob da an anderen Punkten die Prioritätensetzung richtig ist. Ich glaube, darüber brauchen wir auch eine Debatte. Wir sollten uns, ich lasse mich gerne einspannen dafür, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stark zu machen, gerade in einer Welt von Öffentlichkeit, die sich völlig verändert hat. Überall Desinformationskampagnen aus dem Ausland, in den Tiefen von irgendwelchen Telegram-Gruppen. Da brauchen wir starke, seriöse Medien. Aber liebe Freunde, dann sollten diese Medien auch nicht mit diesem Anspruch und mit dieser Verantwortung spielen, wie es an dieser Stelle, wie es gerade geschildert wurde, auch immer wieder getan wird. Ja, ich weiß, Satire darf vieles, aber vielleicht dann am Ende doch nicht alles, liebe Freunde. Und da hat alles seine Grenzen, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Paul. Ich will mich dem anschließen. Ich habe das ja gesehen. Ich meine, auch als Israel sich verteidigt hat, beispielsweise gegen Terrorangriffe, hat ein öffentlich-rechtlicher Sender getwittert unter dem Hashtag Gaza under attack. Das muss man sich mal vorstellen. Es kommt zu Terrorangriffen gegen israelische Zivilisten. Israel verteidigt sich und der Hashtag, der genutzt wird, ist Gaza under attack. Mir fehlen da die Worte, ich weiß nicht, wer da eingestellt wird, wer das kontrolliert. Und ich fände es jetzt, hast du zwei Dinge angesprochen, die Meinung von Jan Böhmermann zur Bundeswehr und zu dem großen Zapfenstreich, bei dem ich dabei sein durfte und das war sehr, sehr würdig vor dem Reichstag, nämlich vom Parlamentsgebäude, vor dem Sitz des Parlaments, das Männer und Frauen in diesen Krieg geschickt hat, bei dem so viele gefallen sind. Und deswegen fand ich, es war der richtige Ort. Jetzt verstehe ich sogar, wenn jemand, gerade Älteres, der nicht Deutscher ist und zuschaut und diese Bilder sieht, die Bilder sieht vor dem Reichstagsgebäude. Ich hätte mir gerade aber, wenn Jan Böhmermann sowas twittert, wenn sowas bei uns diskutiert wird, hätte man verdammt nochmal durch ARD und ZDF mal Aufklärungsarbeit, übrigens auch über die jungen Kanäle, die der Öffentlich-Rechtlichen machen müssen, was, wofür Bundeswehr steht, wann sie gegründet wurde und dass sie die Werte und unsere Freiheit verteidigt und nichts, aber auch wirklich gar nichts mit der Wehrmacht und NS-Verbrechen zu tun hat. Vielen herzlichen Dank. Das war ein sinnvoller Beitrag gewesen. Und jetzt die allerletzte Frage von Elena. Ich möchte eigentlich nur ein letztes Puzzleteil hinzufügen. Und zwar, wir haben schon viel über inhaltliche Lehre gesprochen, dass man mehr nach vorne stellen muss. Wir haben bislang zu wenig über die Plakate gesprochen. Man kann von den anderen Parteien sagen, was man will. Stand vielleicht auch nicht zwingend auf den Plakaten, aber Mindestlohn 12 Euro, Wahlalter ab 16, Tempolimit 130. Darunter kann sich jeder was vorstellen. So, was bedeutet gemeinsam für ein modernes Deutschland? Heute lernen, was morgen zählt. Machen, was Arbeit schafft. Das wäre unsere Chance gewesen, mal klare Standpunkte zu setzen. Ein verpflichtendes Jahr für Deutschland. Punkt. So und so viele Pflegekräfte pro Patienten. Punkt. Das wären Botschaften, die wir über die Plakate hätten senden können. Und dann hätte nicht einzelne Kreisverbände eigene Plakate drucken müssen, was dann auch wieder nicht für Einheit gesprochen hat. Im Übrigen habe ich auch gehört, dass sie in manchen Kreisverbänden nicht gereicht hat. Also, wo waren die klaren Botschaften auf den Plakaten, dass keine Einzelplakate gemacht werden mussten? Und ja, wo waren die ganzen Plakate überhaupt? Kann ich nur noch mal eine Rückfrage stellen? Darf ich eine Rückfrage stellen? Darf ich eine Frage stellen, weil ja. Ich fand, das war ja sehr, sehr offen und kritisch. Welchen Punkt hättest du gerne, das meine ich ernsthaft, welchen Punkt hättest du bei diesen Themen gesagt, das wäre mal wirklich eine Botschaft gewesen für Jüngere zum Beispiel oder für im sozialen Bereich? Also zum Beispiel im sozialen Bereich eine Pflegequote. Wie viele Patienten, ich bin jetzt nicht aus dem Bereich, nein. Pro Pfleger, das wäre eine Botschaft gewesen. Eine Zahl, mit welchen Summen wollen wir Startups unterstützen, wie viele, ich sag mal, Startup-Standorte wollen wir zum Beispiel deutschlandweit fördern, bis wann soll, wo die Digitalisierung ausgebaut werden. Ich will mir jetzt nicht anmaßen, in jedem dieser Bereiche eine Expertin zu sein, aber da hätte man durchaus konkrete Punkte machen können und die haben mir gefehlt und das ist auch nicht meine Aufgabe. Wir haben ja diese Dinge besprochen. Danke erstmal für die Offenheit. Wir haben diese Dinge, ich erinnere mich an die Präsidiumsklausur, da waren wir zusammen, da haben wir
über solches und anderes gesprochen. Zum Beispiel, was machen wir bei der steuerlichen Veränderung? Also wie entlasten wir konkret und all diese Dinge? Und die Wahrheit war, und also ich mache mir daraus einen Vorwurf, auch für die Frage der nächsten Wahlkämpfe, dass dieses Wischiwaschi und alles abdecken, Vorwurf an mich, und so war es ja auch dann in der Kommunikation, damit alle zufrieden sind, dass man einfach diesen harten Weg gehen muss. Nur die Folgefragen müssen wir auch beantworten, aber dazu brauchen wir den Mut. Wenn du die Frage der Quote ansprichst oder Pflegekräfte, ein großes Problem, was auf uns zukommt, dann müssen wir auch die Finanzierbarkeit beantworten und dann müssen wir überhaupt in der Lage sein, mal ehrlich zu sagen, woher wir es nehmen und wer, jetzt kommst du nochmal, ja bitte, nein, wir, absolut, bitte. Also ich würde sagen, Ziel formulieren, auf die Plakate schreiben, Weg ermitteln. Wer ein Ziel hat, hat einen Fokus, setzt seine Punkte, wie gehe ich hin? Bleiben wir beim Bereich Pflege. Also wie gesagt, ich habe Jura studiert, habe daher in dem Bereich jetzt nicht sonderlich viel Erfahrung, aber was weiß ich, Pfleger, wir brauchen so und so viel Pfleger für die und die Anzahl an Patienten, stellen wir fest. Dann müssen wir ermitteln, wie viele brauchen wir, was müssen wir dazu machen? Pflegerberufe attraktiver gestalten. Warum sind jetzt so viele Leute ausgestiegen aus der Pflege? Wie können wir die halten? Wie können wir den Beruf attraktiver machen? So, und das ist ja nur ein Punkt. Wir brauchen einfach in jedem Bereich unser Ziel und dann den Weg natürlich. Aber wir können halt auf kein Wahlplakat das Ganze drucken. Und mal ehrlich, wer hat denn von jeder Partei das gesamte Wahlprogramm gelesen? Hände hoch. So, ja, sehr schön. Vorbildlich. Welcher normaler Bürger hat das gelesen? Wenige. So, 12 Euro Mindestlohn. Ich sage nicht, dass es gut ist, wenn sich die Leute nicht interessiert, wie das bezahlt wird. Aber es ist bildlich vorstellbar. Das war doch auch bei Laschet das Problem. Der Lacher in den Hochwassergebieten einfach zu vermarkten, versteht jeder, was daran falsch war. Cum-Ex, dem Bürger auf der Straße zu vermitteln. Scholz hat da, ja, es war nicht so cool, auch Wirecard, keine Ahnung, fragt einen Bürger auf der Straße, so wie viele muss man fragen, bis einer sagt, ja klar, das war nicht gut. Und da geht es einfach um einfache Botschaften und dann finden wir gemeinsam Lösungen, wie wir die umsetzen. Aber Ziele braucht es, klare. Liebe Elena, das war zum Ende nochmal sehr emotional, aber ich glaube auch sehr klug, wie du es rübergebracht hast. Und das Thema ist angekommen, dass wir es beim nächsten Mal besser machen. Lieber Markus, lieber Paul, es waren mehr als eine Stunde, die wir jetzt wirklich ausgiebig diskutiert haben, wo jeder hier auch zu Wort kommen konnte, der wollte. Und wir wissen, was wir an euch haben. Wir wissen, dass ihr beide Talente seid, die wir in der Union brauchen. Und deswegen, auch wenn manches mal nicht so gut läuft und wenn andere sagen, jetzt Schutzpanzer anziehen, wir sagen Laufschuhe an. Es geht darum, dass wir schneller werden. Es geht darum, dass wir besser werden, denn wir müssen Tempo machen, genau diesen Leuten bei der Ampel dann am Ende eben auch die Stirn bieten zu können. Und deswegen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr da gewesen seid.